Her. Wo verdammt warst du denn? Es ist alles im Arsch. Scheiße, Mann, es ist alles im Arsch. Bin unterwegs. Tempo, Mann, die finden mich sonst. Tempo! Okay, Tempo. Reichen Sie den V-Auftrag. Für den V-Auftrag Westinsel, okay. Karre. Gute Karre. Naja, besser. Besser als nix. Wir können ja schon von Weitem entriegeln, habe ich ja will nicht sagen gehackt, aber ich habe die Fähigkeit. Einer der Einbrecher starb am Tatort, ein zweiter ist auf der Flucht. Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Parker Square. Brücke hoch! Hier ist über die Brücke zu jumpen. Nein, Polizeiverfolgung besteht aus drei Phasen. Scan. Weichen Sie den gelben CTOS-Scan-Bereichen aus, okay. Verfolgung. Hängen Sie die Polizei ab, indem Sie die den Sichtkontakt unterbrechen. Verlassen Sie den grauen Suchbereich. CTOS-Scan autorisiert. Start. Scheiße. Well, fahren wir einfach nicht da rein. Ah, das könnte ein bisschen tricky werden, weil wir müssen da durch. Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS-Scan. Boah, raus hier. Ah, jetzt ist der Weg frei. Durch. Boah, ich gebe so viel Gas, wie ich kann. Ich habe das komplett rundunter gedrückt, das Gaspedal. Go, go! Wir haben es gleich erreicht. Einmal um die Kurve driften, die Ampel mitnehmen. LF an Einsatzkräfte, CTOS-Scan nach Sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer. Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann, komm, wir müssen. Okay, unauffälliges Fahren. Wie Sie suchenden Gegnern entkommen, verlassen Sie das Suchgebiet unbemerkt. Sie können sich auch mit Pinnen in einem parkenden Fahrzeug verstecken. Das geht auch? Gar nicht mal schlecht. Auf kurze Distanz können Gegner Sie trotzdem noch erkennen. Aber wenn wir uns verstecken können, dann sollte es auch eigentlich gehen. Drehen Sie aufs Gaspedal, um Ihr Fahrzeug wieder zu starten. Ah, okay. Das erklärt so einiges. Dann werden wir das mal durchziehen. Das sollte eigentlich gut klappen. Ansonsten müssen wir halt gucken. Go, go. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Okay, das wird spannend. Das wird extrem spannend. Wir müssen den Bullen entkommen. Die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Okay. Ich habe extra den Motor ausgemacht. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Wir müssen die ganze Insel ist dicht. Gassen nutzen. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Hände hören nicht auf zu zittern. Okay, der ist weit genug weg. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Der hat mich nicht bemerkt. Meine Seitengassen benutzen für den Heli gleich. Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Vorsicht, Heli kommt. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Überlebt? Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen, okay? Sollen wir tun. Hinter uns sind aber noch die Bullen. Eieiei. Ich hoffe, wir kommen da noch nicht mal rum richtig hinten. Oh mein Gott, ich hab Eddie getötet, ich weiß es. Ich habe Sirenen gehört. Shit, da hinten ist eine Polizei aktiv geworden. Irgendein Wagen. Ich habe auf den Arm gezielt.
Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste... Ah, hier kommt man rum. Mach aus, mach aus. Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Heli ist böse. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützenstand. Das macht es nicht leichter für uns. Du musst mich rausbringen, Mann. Sonst bin ich am Arsch. Du hast komm schon, wir sind fast draußen. Der Heli, der kann uns noch gefährlich werden. Wow, genau in unserem Gebiet. Okay, da sind zwei. Nur ein geparktes Auto. Nur ein geparktes Auto. Und zu nah. Die sind einfach zu nah. Viel zu nah. Jetzt fahren die auch noch hier rein. Oh, ich fass es nicht. Kacke. Alles umsonst. Die dürfen doch nicht einfach hier reinfahren. Ich konnte aber auch schlecht ausweichen. Ich hätte da gerade ausfahren müssen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Sitz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf runter. Ja, fahrt mal ruhig da oben weiter. Das ist ganz gut. Fuck, wir müssen natürlich da lang fahren, wo der Cop lang fährt, denn das sind Straßensperren. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Der Heli dreht da gleich weg. Wir könnten rausfahren. Wir könnten rausfahren. Ja, okay. Ich muss noch einmal abbiegen. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? Ich war gerade ein bisschen wohl zu vorsichtig. Oh, und wir sind draußen. Hey, hallo? Wie einfach war das denn jetzt? Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich aus. Vielleicht. Nein, hinter mir sind noch die Cops. The fuck? Er wurde im Bauch getroffen. Oh, fuck, Mann. Die sagten ja, du wärst gut. Geschafft. Boah, ich dachte schon, okay, ich bin jetzt hier vorsichtig mal hochgefahren. Wir fangen hier wieder ab. Irgendwo hier so... nicht? Fuck. Egal. Genießen wir ein bisschen die Stadt. Ich brauche nur eine Ampel auszuschalten, nur eine einzige und sie dreht alles am Rad. Explosionen überall. Ich habe immer Vorfahrt. Ein Aiden hat grundsätzlich Vorfahrt. Okay, da sind wir. Geschafft. Wir treffen ein paar Leute hier. Vermassel es jetzt nicht. Lucky Quinn. Der Boss vom Club, was will der? Er trifft sich nicht mit uns, sondern mit dir. Jemand wusste was. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das sollte gar keiner sein. Ich meine, das ist eine Computerfabrik, oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da. Ich habe nicht... Ruhig jetzt. Es ist vorbei, Sohn. Wenigstens habe ich's, stimmt's? Darum geht's doch. Genau darum geht es tatsächlich. So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich, Mr. Quinn. Es war aber nicht mein Fehler. Wirklich nicht. Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war alleine. Das ist gut.
Sehr gut. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche. Wahnsinn. Lucky Scheiß Quinn. Er führt den Chicago South Club. Diese Arschlöcher beuteten Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hätte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte. Aber genau das will ich ja nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. Das wird auch nicht so schnell wieder passieren. Hey, wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheißclub? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Trenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Voraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Wer sagt schon Nein zu mehr Kohle? Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. Okay, gut zu wissen. Sehen Sie sich Ihren Fortschritt an im Fortschrittsrat, okay. Die gewünschte Aktivität. Wir können alles lustig verfolgen. Mission beendet. Dun dun. Der XP-Bonus. Schon der nächste Auftrag. Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Okay, wenn es sein muss, einfach mal hin. Ja! Ich könnte doch einfach die Ampel ausknipsen für sowas. Dann rammen die mich nicht mehr. Eine neue Welt. Einfach mal reinfahren. Mission starten. Oh, da muss ich aussteigen für. Na, immerhin. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert DedSec. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Vielleicht will er uns verraten. Möglich ist alles. Bad Boy. Was? Bad Boy, 17. Bitte, was? Bad Boy, 17? Clara. Clara. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest DedSec System Hacks? Jetzt hast du mich.
Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Wow.